Das Leben und das traurige Ende von Christina Söderbaum. Söderbaum wurde in Stockholm, Schweden, als Tochter des Chemieprofessors und zeitweiligen Vorsitzenden des Nobelpreiskomitees Henrik Gustav Söderbaum geboren. Sie verbrachte ihre Schule und ihr Internat in Stockholm, Paris und der Schweiz. Nach dem Tod ihrer Eltern folgte sie im September 1934 einem Verwandten nach Berlin. Dort besuchte sie kunsthistorische Vorlesungen, nahm Schauspielunterricht und lernte nebenbei Deutsch. Ab 1935 spielte Söderbaum in mehreren Filmen mit dem Regisseur Veit Harlan, den sie 1939 heiratete. Harlan und Söderbaum drehten bis 1945 gemeinsam 10 Filme für die damals staatlich kontrollierte Filmproduktionsfirma UFA. Laut der Filmhistorikerin Antje Ascheid wird Söderbaum häufig als einzigartigster Vertreter des Nazi-Ideals, als der Inbegriff des Nazi-Stars bezeichnet. Als schöne schwedische Blondine hatte Söderbaum den Babydoll-Look, der das Model arische Frau verkörperte. Tatsächlich hatte sie bereits in mehreren Spielfilmen die Rolle der unschuldigen Arierin gespielt und war dem deutschen Publikum ein Begriff. Ihre Jugend und Schönheit machten sie zu einem Symbol für Gesundheit und Reinheit und damit zu einem beispielhaften Exemplar des NS-Frauenideals. In einigen ihrer Filme war sie durch die Bedrohung durch Rassenschande gefährdet gewesen. Zwei solcher Rollen waren Dorothea Sturm, die dem Untergang geweihte Heldin des antisemitischen historischen Melodrams Jud Süß, die nach der Vergewaltigung durch den Schurken durch Ertrinken Selbstmord begeht, und Anna in die Goldene Stadt, eine Sudetendeutsche, deren Verlangen nach der Stadt und deren Verführung durch einen Check führt zu ihrem Ertrinken Selbstmord. Aufgrund ihres wässrigen Schicksals in diesen beiden Filmen sowie eines ähnlichen Endes in ihrem Debüt in Harlans 1938er Film Jugend hat sie den Scheinehrentitel Reichswasserleiche verliehen. Weitere Rollen waren Elske in Die Reise nach Tilsit, die gesunde deutsche Frau, deren Mann sie mit einer Polin verrät, aber schließlich reumütig zurückkehrt, Elisabeth in Immensee, die einen reichen Gutsbesitzer heiratet, um ihre unerwiderte Liebe zu vergessen, und sich schließlich dazu entschließt, bleibt ihr treu, auch wenn sie verwitwet ist und ihr Geliebter zurückkehrt. Els in Opfergang, eine Frau, die nach ihrer Liebesaffäre stirbt. Luise Tresco in Der große König, eine Müllerstochter, die Friedrich den Großen ermutigt, und Maria in Kolberg, ein Bauernmädchen, das den Widerstand gegen Napoleon treu unterstützt und die einzige Überlebende ihrer Familie ist. In den ersten Nachkriegsjahren wurde Söderbaum oft von der Bühne gepfiffen und sogar mit verfaultem Gemüse beworfen. In den Folgejahren bedauerte sie häufig ihre Rollen in antisemitischen Filmen. 1953 begann Söderbaum eine Zusammenarbeit mit Ilse Kubaschewski, an der auch Veit Harlan beteiligt war. Die erste gemeinsame Produktion war der Film Stars over Colombo, 1953, in dem Söderbaum die Hauptrolle spielte. Der Film wurde von Ilse Kubaschewskis Produktionsfirma Divina produziert und von Gloria Verleih vertrieben, die ebenfalls von Kuba gegründet und geleitet wurde, wie Ilse Kubaschewski auch genannt wurde. Den folgenden Teil bildete der Film The Prisoner of the Maharaja, 1954. Veit Harlan, Christina Söderbaum und Ilse Kubaschewski arbeiteten auch bei der Produktion des Films Verrat an Deutschland, 1954, und I Will Carry You on My Hands, 1958, wieder zusammen. Ihr letztes gemeinsames Projekt war 1963 eine Theaterinszenierung von August Strindbergs Ein Traumspiel in Aachen. Nach Harlans Tod im April 1964 machte Söderbaum eine Ausbildung zum Fotografen in München. 1974 übernahm sie eine Rolle in Hans-Jürgen Süberbergs Film Karl May. 1983 veröffentlichte sie ihre Autobiografie Nichts bleibt immer so. In den folgenden Jahren trat Söderbaum in 3 wenig bekannten Filmen und in der Fernsehserie Der Bergdoktor auf. In ihren späteren Jahren geriet Söderbaum in Vergessenheit, spielte aber immer noch Rollen in 3 Filmen und der Fernsehserie Der Bergdoktor. Ihr letzter Film war 1994 mit Hugh Grant im Thriller Night Train to Venice. Sie starb 2001 in einem Pflegeheim im niedersächsischen Hitzacker.
Sie starb am 12. Februar 2001 im Alter von 88 Jahren in einem Pflegeheim im niedersächsischen Hitzacker. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof in Seeshaupt am Starnberger See.